bist hier. Vielen Dank, dass ihr beide gekommen seid. Keine Ursache. Aber du hast vergessen, mich einzuladen. Spar dir die Entschuldigung, Geralt. Wes hat ihre Wut unterwegs an mir ausgelassen. Sie ist fast darüber hinweg. Sind wir wirklich nur so wenige? Nur die Qualität zählt, nicht die Quantität. Die Denkweise eines Hexers. Das mag fürs Jagen und Bekämpfen von Monstern gelten, aber nicht für große Schlachten. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Wir sehen uns um. Ich muss mich mit dem Schlachtfeld vertraut machen. Warum darf die Frau ihr Hemd nicht zuknüpfen? Vor allem, ich sehe mich um. Schieß sie erstmal mit dem Bogen ein bisschen rum. Du lässt ihn jedes Mal sinken, wenn du die Sehne loslässt. Außerdem verlangen Brandprojektile eine andere Flugbahn. Oh, wir haben noch einen Stufenaufstieg, sehe ich gerade. Den sollte ich vielleicht auch gerade noch eben mitmachen. So, dann können wir den noch einsetzen. Das ist das mit dem Drehangriff, ne? Werden sogar noch 2 Punkte frei. Die beiden haben wir eingesetzt. Die 3 auch. Ja, ich habe gerade keine großartigen Alternativen, außer dass wir beim Ausweichen noch ein bisschen was... Also dieses Verteidigungsding hier. Aber ich nutze dann einfach den normalen. Das wird ja der beste sein. Denke ich jedenfalls. Ich finde es unglaublich schwer, hier den richtigen zu sehen. Nicht den richtigen, sondern die richtige Stärke. Egal. So, machen wir jetzt wirklich mal den Rat. Die Leute warten darauf. Ruft alle zusammen. Wir müssen reden. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Die wilde Jagd wird bald hier sein. Sie ist hinter Ciri her. Will sie mitnehmen? Wir werden sie aufhalten. Woher willst du überhaupt wissen, dass die Jagd auftaucht? Sie weiß immer, wohin ich mich teleportiere. Und sie bewegt sich blitzschnell von Ort zu Ort. Und wie lautet unser Plan? Wir sind nicht viele, aber ich würde jedem von euch mein Leben anvertrauen. Arbeitet zusammen, dann können wir die Jagd besiegen. Wenn sie angreifen, wird Yen die Festung mit einer magischen Kuppel abschirmen. Die Jagd muss außerhalb der Mauern landen. Wenn sie im Wald verstreut sind, könnten wir kleine Gruppen von Reitern verfolgen. Einen Freiwilligen für die Jagdgesellschaft gibt es schon. Ich bin der Zweite. Die Jagd wird versuchen, durch Navigatorenportale in die Festung einzudringen. Gegen diese Art von Magie kann ich nichts ausrichten. Deshalb müsst ihr so viele wie möglich schließen, während ihr im Wald kämpft. Lambert wird Demeritium-Bomben für uns herstellen. Weißt du die Formel noch? Aber klar. Ausgezeichnet. Irden müsste auch bei den Portalen funktionieren. Ich gebe jedem von euch außerdem noch ein Amulett, das ihr durchbrechen könnt, um unsichtbar zu werden. Aber der Zauber hält nur, wenn ihr stillsteht oder euch langsam bewegt. Wenn ihr hastige Bewegungen macht oder gegen Feinde kämpft, seid ihr sichtbar. Außerdem können sie euch hören und riechen. Wenn ihr auf eine große Einheit stoßt, greift nicht an. Gebt Triss Bescheid. Sie unterstützt euch.
Ich warte auf euer Signal. Sobald ich es sehe, lasse ich Feuer auf den Wald regnen. Vergesst nicht, dass wir nicht sehr viele sind. Wir müssen uns gegenseitig helfen, uns unterstützen. Wenn etwas schief geht und die Jagd uns in die Defensive zwingt, ziehen wir uns zurück und verteidigen die Tore der Festung. Der innere Burghof ist unsere letzte Verteidigungslinie. Wenn wir sie dort nicht aufhalten, sind wir verloren. Ciri ist bei dieser ganzen Sache am wichtigsten. Die Jagd ist hinter ihr her und wir müssen sie um jeden Preis verteidigen. Was soll ich machen? Du bleibst im Burgfried. Wenn sie durchbrechen, werden wir alle kommen, um dir zu helfen. Das kommt nicht in Frage. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Daran zweifelt auch keiner. Aber erinnerst du dich noch an den wichtigsten Moment bei der Monsterjagd? Warte auf eine Gelegenheit. Nach der Ratsversammlung gebe ich dir ein Amulett. Wenn du es benutzt, landet ein Feuerball dort, wo du stehst. Für den Notfall. Was können wir sonst noch verwenden? Wenn ihr die Jagd im Wald angreifen wollt, kann ich ein paar Fallgruben ausheben. Nach Art der blauen Streifen. Das heißt? Tief wie die Hölle. Am Boden voller spitzer Pflöcke. Ich habe diese Mahakama-Mischung mitgebracht. Brennt wie knochentrockener Salpeter und klebt einfach an allem. Wir füllen ein paar Fässer, stellen sie in einen engen Durchgang und jagen sie im richtigen Moment hoch. Weißt du, dass wir hier auf einem riesigen Gasvorkommen stehen? Ich könnte Spalten im Boden öffnen und Explosionen erzeugen, aber das müsste ich vorbereiten. Es gibt noch das Labor und die Werkstatt. Vergesst eins nicht. Unsere Ressourcen sind knapp bemessen, unsere Zeit noch knapper. Wir müssen überlegen, welche Waffen gegen die Jagd am nützlichsten sind. Das stimmt. Wir müssen dem Labor und der Werkstatt jeweils einen Waffentyp zuweisen. Mein Gott, jetzt muss ich mich entscheiden. Das Labor benutzen? Ich habe angefangen, Tränke zu brauen. Das würde ich gerne beenden, wenn ich darf. Ich könnte noch mehr von diesen Hexerfallen vorbereiten, aber dazu bräuchte ich die ganze Laborausrüstung. Wir benutzen seit jeher Tränke. Wir brauchen so viele wie möglich. Reden wir über die Werkstatt. Ich wollte die Mauer reparieren. Aber wir brauchen das Werkzeug auch, um die Trümmer aus der Schmiede zu schaffen. Trümmer? Weißt du das nicht? Vor ein paar Jahren ist das Dach eingestürzt. Hat ein paar exzellente Schwerter begraben. Die könnten wir gut gebrauchen. Die Mauer ist genauso wichtig. Wenn sie hier durchkommen, ist die Belagerung schnell vorbei. Wir reparieren die Mauer. Das Schließen der Mauer hat Vorrang. Wir haben keine Zeit, noch viel mehr zu tun. Alles erledigt? Ja. Ja, erledigt. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. An die Arbeit. Fassen wir zusammen. Yennefer erschafft eine magische Barriere, um den Hauptansturm zurückzuschlagen. Das sollte sie in den Wald treiben. Dort warten Lambert und Geralt. Sie benutzen das Dimerizium, um die Navigatorenportale zu schließen und so viele Krieger wie möglich am Betreten der Festung zu hindern. Triss wartet auf ihr Signal und gibt den Reitern dann Saures. Alle anderen werden gegen die Gegner kämpfen, die es bis in die Festung schaffen. Falls etwas schief geht, geben wir den äußeren Hof auf und ziehen uns in den Burgfried zurück. Denk dran, Ciri darf Eredin nicht in die Hände fallen. Das ist das Wichtigste. Sehen wir uns den Plan der Festung an und überlegen uns die Details. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir etwas Wichtiges vergessen haben. Denk einfach nicht dran. Was ist fertig? Wir hatten wenig Zeit zum Vorbereiten, also nicht viel. Deine Tränke. Danke für alles. Ich sattle die Pferde. Komm, wenn du bereit bist, in den Wald zu reiten. Die
Die Schlacht von Karl Morin. So, man hätte auch ein anderes Schwert bekommen können, aber ich glaube, ich bin da nicht so schlecht. Mit meinem bedient. Kann ich dich kurz sprechen? Oha, jetzt wird's ernst. Ich lass nicht zu, dass sie dich kriegen, hörst du? Ich weiß. Halte dich einfach aus allem raus. Behandle mich nicht wie ein Kind. Das habe ich nicht mal getan, als du noch eines warst. Ich mag's, wenn du lächelst. Komm her. Ich dachte, jetzt knall ich auch noch die. Alles wird gut. Aber sie ist ja wie eine Tochter für mich, glaube ich. Richtig, alles wird gut. Dann machen wir uns mal mit Lambert auf den Weg in den Wald, ne? Viel Glück, Siri. Da kommen sie. Die Luft wird kalt. Der Wind wird stärker. Seht ihr das? Es geht los. In den Wald. Sofort. Das Schutzschild auf, Jennifer. Bleibt dennoch die Frage, wie lange kann die denn sowas aufrechthalten? Ich muss mich bei Yen bedanken, wenn alles vorbei ist. Dieser Zauber hat's in sich. Und die Unsichtbarkeit. Ihre Hunde könnten dich wittern. Geh nicht zu nah ran. Und denk dran, dass du sichtbar wirst, wenn du kämpfst. Gute Arbeit mit den Bomben übrigens. Immer sorgfältig auf die Portale zielen. Ich habe kein Dimeritium mehr. Yen hat erwähnt, dass man Irden auf die Risse wirken kann, um sie zu versiegeln.
Sie sind hier. Zeit für ein Grußwort. Langsam. Das Überraschungsmoment ist elementar. Verbergen wir uns und geben Triss die Möglichkeit, es ihnen zu zeigen. Dann schlagen wir zu. Wenn du das nächste Mal merkst, dass ich Merigold sauer mache, dann hau mir eins drüber. Magier müsste man sein. Boschs Fallgruben. Die sind wirklich ideal. Du scherzt wohl. Gut, dass wir nicht reingefallen sind. Ganz ruhig. Bosch kennt sich mit dieser Kampftaktik aus. Die Abdeckung würde unser Gewicht tragen. Bei einem Reiter der Jagd in voller Rüstung ist das was anderes. Komm zu Mama. Verdammt, ich hasse Portale. Vorsicht, die Hunde. So viel können die auch nicht. Vorsicht, weg, weg, weg! Aua! Was jetzt, du Stück Dreck? Das war sein Kopf. Nächster Krieger. Nein, 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 weg! No, ich konnte nicht mehr fliehen! Ich konnte nicht ausweichen, verdammte Kacke nochmal! Nein, ich konnte es schon, aber der Akku vom Controller war leer. Ich bin noch da. Ich mach nur das Ladeding dran. Weil der Controller ausgegangen ist. So ein Scheiß. Muss ich eigentlich immer kämpfen? Ich kann ja auch bestimmt auch rumlaufen. Boschs Fallgruben. Die sind wirklich ideal. Du scherzt wohl. Gut, dass wir nicht reingefallen sind. Ganz ruhig. Bosch kennt sich mit dieser Kampftaktik aus. Die Abdeckung würde unser Gewicht tragen. Bei einem Reiter der Jagd in voller Rüstung ist das was anderes. So, guck mal, das sieht doch gut aus. Ich hasse Portale. Oh, jetzt stürzt das Spiel ab.